Strahl wird abgelenkt. Und damit das Magnetfeld immer größer und größer macht, dann schaffe ich es, dass der Strahl den ganzen Kreis beschreibt. Jetzt schauen wir, dass das wirklich ein schöner Kreis ist. Jetzt habe ich keine Geschwindigkeitskomponente der Ladungsträger im Feld. Das heißt, die ganzen Ladungsträger bewegen sich tatsächlich in einem Kreis, der umso kleiner wird, je größer das Magnetfeld. Kann ich das Magnetfeld konstant halten und einfach die Schwammspannung drehen. Und was passiert, wenn ich die Spannung verringere, haben die Ladungsträger weniger kinetische Energie. Und da hat das keinen. Der Effekt ist allerdings hier nicht so groß, wenn ich an der Spannung drehe, dass ich nicht so viel Energie an die Magnetfeld habe. Das geht dann recht gut. Und wenn ich jetzt das ganze Fadenstrahl nochmal so kippe, dass die Elektronen eine Geschwindigkeitskomponente in der Magnetfeldrichtung haben, dann sehen Sie, wie das den Kreis eine Spirale. Und wenn ich das so extrem mache, dass ich den Strahl wirklich in Feldrichtung drehe, dann beschreibt er wieder eine Gerade, weil dann ist die Lorentzkraft 0. Obwohl, da kann jetzt am Magnetfeld so viel will, das ist weniger wenig, das schafft keinen Kreis mehr. Niemals im Kreis, während wenn ich jetzt nur die Geschwindigkeitskomponente in dieser normalen, nur normalen Zufälligkeitsrichtung habe, dann kann ich beide gleich schon im Kreis entstehen. Hat es jeder gesehen?